Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 von unserem Conan Exiles Let's Play hier auf der Insel von Sipta. Ich habe ein bisschen umgebaut. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe die ganzen Werkbänke, die wir beim letzten Mal freigeschaltet haben, gebaut. Und zwar die verbesserten Sachen. Ich habe das Haus ein bisschen umgebaut, weil wir nicht genug Platz hatten. Definitiv nicht. Hier kommen auch noch Sachen dazu. Aber im Moment, für den Moment reicht es. Schauen wir mal, bevor wir hier weitermachen. Wir verteilen noch die Punkte, die wir gekriegt haben. Genau. Bisschen Belastung. Na komm. Den einen Punkt, den sparen wir uns. Okay, jetzt haben wir schon mal unseren ersten Vorteil. Und zwar haben wir ja gerade Waffenverstärkungen gelernt. Und die gibt es hier in der Kesselflicker-Werkbank. Die musste ich eben noch herstellen, das wusste ich nicht. Die haben wir auch gerade erst freigeschaltet. Warum möchte ich das haben? Es gibt ja den einfachen Aufsatz für stumpfe Waffen. Und zwar erhöht der den Betäubungsschaden, den unsere Knüppel anrichten. Das könnte sich zum Vorteil entwickeln heute mit dem, was wir vorhaben. Was macht man damit jetzt? Man zieht die auf den voll geheilten Knüppel drauf. Voll repariert, voll geheilt. Und jetzt macht er eben Bonusschaden, Gesundheitsschaden. Was haben wir heute vor? Das ist gar nicht so schwer zu erklären. Wir wollen in das Camp, was uns ja schon bekannt ist, mehrfach bekannt ist, aber wir gucken es uns heute mal vernünftig an. Wir sehen uns dann, wenn wir da sind. So, ich denke mal, ist okay, wenn wir da wieder reingehen, wo wir schon mal waren. Wir lassen unseren Kumpel hier. Und wir gehen aber mal in Richtung Tür. Und schauen, was wir hier für einen Schabernack anrichten können. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier einen benannten Kämpfer finden. Interessante Sachen nehmen wir natürlich mit und wir werden von da oben beschossen. Dann gehen wir natürlich gleich mal hin. Für unsere junge Freundin natürlich kein Problem. Ich suche hauptsächlich nach Waffen. Ah!
So, jetzt ist mir aufgefallen, dass ich noch ein Setting wieder aktivieren muss. Das mache ich mal eben. Okay, weiter geht's. So, ich habe jetzt hier irgendwie einen Speer aufgehoben. Der macht 30. Was macht das Ding? 29. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Ich musste die Namensschilder aktivieren, weil wir sonst gar nicht wissen, auf was wir hier einhauen. Dann kann es passieren, dass wir besondere Menschen verpassen. Das klappt doch super. Die haben sich jetzt gerade irgendwie angestarrt und beide nichts gemacht. Rare Ressourcen nehmen wir natürlich mit. Ich habe irgendwie jetzt gerade keine Probleme mit dem Spiel an sich. Funktioniert alles ganz gut. Könnte daran liegen, dass ich komplett offline spiele, weil ich auch dem Service irgendwie gerade nicht beitreten konnte. Seitdem läuft es eigentlich ganz gut. So, ich glaube auch, die ganzen Stufe 1 Bogenschützen hier wegzumachen, das macht nicht viel Sinn. Aber um die Großen kümmern wir uns. Gesagt, getan. Mach erstmal hier den Bogenschützen weg. Okay, hier ist nicht weiter was Interessantes. Mit dem passiven Bonus, den wir bekommen haben, dadurch, dass unsere Vitalität so weit hoch ist, haben wir jetzt passive Regeneration von Lebenspunkten. Und das ist extrem cool. Weil, wie ihr oben sehen könnt, gehen meine Lebenspunkte peu à peu nach oben. Ohne, dass ich irgendwas essen muss, trinken muss. Fantastisch. So, unseren hinteren Eingangsbereich haben wir erledigt. Dann stoßen wir jetzt weiter vor. Geht das so ein bisschen auf den Zeiger, dass sie sich immer hinter ihrem Schild versteckt. Dadurch dauern die Kämpfe natürlich auch etwas länger. Aber ich denke mal, so eine schöne Zweihandwaffe, die dürfte da... Ja, da kommt gerade Sternmetall vom Himmel. Sehr cool. So eine schöne Zweihandwaffe, die dürfte schon helfen.
So, den Bereich, den kennen wir ja schon. Und jetzt kommen wir mal in unerforschte Gebiete. Wir müssen jetzt auch so allmählich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen irgendwas wegmachen, was wir nicht wegmachen wollen. Der hat keinen Namen anscheinend. Finde ich aber schön, dass sie im letzten Moment dann doch noch sich entschieden hat, mit einzuschreiten. Jetzt müssen wir uns das erstmal heilen. Also wenn ich Eisen brauche, dann komme ich hierher. Aber ich habe es nun mal auch bei mir im Garten. Oh, Darkness comes. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir gehen hier wirklich mal ganz blind rein. Okay, uns hat etwas angebrüllt, aber es kommt nichts. Das ist cool gemacht, das sieht so ein bisschen wirklich so aus, als ob die hier wohnen. Was seid ihr denn? Das sieht aus wie ein Alchemist, Stufe 3. Müssen wir gleich mal gucken, ob das Entermesser eventuell mehr Schaden macht, als das, was unsere junge Dame jetzt hat. Oh, jetzt wird's dunkel. Wir haben natürlich hier nicht die Möglichkeit, Staub oder sowas zu benutzen. Da ist ein Kämpfer. Hey. Ein namentlicher Kämpfer. Das finde ich super. Da müssen wir nochmal ein Reset machen. Ich hoffe, wir können den irgendwie abhängen. Da müssen wir uns nämlich ein bisschen anders drauf vorbereiten. Nee, komm mal mit. Nicht umbringen. Ist er schon geportet? Nein, noch nicht. Wir müssen noch ein Stückchen weiterlaufen. Wo bleibt sie? Da. Ich hoffe, sie hat ihn jetzt nicht abgeschlachtet. Ah!
Nee, das ist schon mal schlechter. Das brauchen wir schon mal nicht. So, jetzt. Jetzt. Den Trick, den kennen wir ja schon. Jetzt gehen wir dem Typ mal eins auf die Nase geben. So, jetzt geht's ans Knüppeln. Oh Mann, mir ist nach der Hälfte des Kampfes aufgefallen, dass sie einen Totenkopf hat. Kann also dementsprechend gar nicht betäubt werden. Peinlich, peinlich, peinlich. So, wir haben einen Helm gekriegt, den gucken wir uns gleich an. Wir schauen mal eben, ob hier noch irgendwo eine Kiste steht. Nein. So, weiter geht's. Da stehen noch ein paar Kisten. Nee, gar nicht. Reine Deko. Okay. Dann. Muss gerade mal gucken. Müssen wir irgendwie in die Richtung? Kommt man da irgendwie hoch? Weil ich glaube, da kommen wir einfach nur wieder raus. Macht jetzt auch keinen Spaß großartig. Ah, hier geht's hoch. Okay, den Aggro haben wir nicht, dann brauchen wir den auch nicht bekämpfen. Geh mal ganz stark davon aus, dass es auch entweder Stufe 1 oder Stufe 2 Bogenschütze ist. Wir können mal ganz kurz noch Punkte verteilen. Mit dem Steinmetzmeister können wir jetzt auch eine schöne Kathedrale bauen. Die kennen wir ja schon aus den Exiled Lands. Den Baustil zumindest. Ah ja, da kümmern wir uns dann auch bald mal drum, um den Herd. Da können wir dann bessere Essenssachen herstellen. Okay, wo ist unsere Freundin? Oh.
Wow. Ich nehme die Kohle übrigens hier die ganze Zeit nur mit, weil ich keine Lust habe, Kohle abzubauen. Wenn wir die hier sowieso schon kriegen, dann warum nicht? Ne? Da sitzt noch einer. Das ist auch nur ein normaler Kämpfer. Was ist denn schon wieder hinten? Bist du ein Bogenschütze? Auf irgendwas ist sie fokussiert. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö, eigentlich nicht. Komm. Kommst du hier die Rampe nicht hoch, oder was? Hä? Tatsache. Die hat keinen Bock auf die Rampe. Ja, dann machen wir es halt alleine. Schau mal, ob wir... Oh, hallo. Ach. Aha, die wollen also auch nicht hier runterkommen. Bin mir gerade auch nicht sicher, wo der Kämpfer herkam. Na, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Hier ist nichts drin. Was ist das da für ein Knabe? Okay. Deine Kohle nehmen wir mit. Ist da irgendwas Besonderes? Glaube nicht. Ich sage auch noch, es läuft rund heute, aber irgendwie. Weiß nicht, ob das Gebiet hier verbuggt ist. Also die Rampe da hinten auf jeden Fall. Hier scheint unsere Freundin ja mit hochkommen zu können. Mich natürlich freut, dann brauche ich hier nicht alles alleine machen. Bist du.
Wir sind jetzt da. Wenn wir nach da gehen, dann kommen wir anscheinend zu einem größeren Turm. Dann schauen wir doch mal, was da in dem Torbogen ist. Aber bevor ich das vergesse, habe ich nämlich schon wieder fast. Was ist denn das hier für ein Helm? Stärkebonus. Und es ist eine mittlere Rüstung. Was kriegst du hier? Vitalitätsbonus. Jetzt aber. So. Warum ist denn der schon so abgenutzt? Das ist neu. Dass legendäre Waffen, legendäre Gegenstände schon so abgenutzt sind. Schauen wir mal, ob das einen großen Unterschied macht. Wir hauen jetzt hier mal die Zelte kaputt, wenn unsere Dame da mitkommt. Da war jetzt wieder was mit Namen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Aha, Auge von Set. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Priester war und jetzt weiß ich es auch. Denn hier erlernen wir das, die Religion für Set. Die haben wir natürlich schon. Irgendwas ist schon wieder giftig auf uns. Wir sollten vielleicht mal was trinken. Bisschen passiv heilen. So, jetzt schauen wir hier in die Kisten. Öl nehmen wir mit. Den Rest brauchen wir nicht. Zumindest im Moment nicht. Hast du noch was dabei? Nein. Das brauchen wir auch alles nicht. Das auch nicht. Goldstaub kann man immer gut gebrauchen. Wenn wir dann irgendwann in das legendäre Zeugs gehen. See me and tremble! Aha. Stygische Palisaden haben wir jetzt gelernt. Das ist auch nicht mehr. Wir brauchen nur was, was mehr Schaden macht. Der. Wie was? Manchmal lohnen sich so Kisten dann doch, weil eventuell doch was Vernünftiges drin ist. Aber in dem Fall hatten wir bislang noch kein Glück. Hier oben ist auch Paddy.
Wie gesagt, mir geht das so ein bisschen auf den Sack, dass sie sich ständig hinter ihrem Schild versteckt und dadurch nicht angreift. Ist zwar für ihren Rüstungswert sehr gut, dadurch kriegt sie wahrscheinlich auch weniger Schaden, aber sie macht halt auch oftmals nichts. Beziehungsweise nicht nix, aber nicht wirklich was. Okay, wir schleichen uns jetzt hier mal dran vorbei. Da grunzt mich irgendwas an. Ah ja, da unten waren wir ja gerade. Schauen wir mal, was hier oben noch ist. Ich weiß, dass ich auch von außen an diese Kisten gucken kann. Im Moment hat es auch bislang gepasst. Aber ich habe es schon oft genug erlebt, dass eben nicht das drin war, was draußen angezeigt wurde. Okay. Das waren jetzt so die Kleinigkeiten. Dann gehen wir jetzt rüber zu dem großen Turm. Da, geradezu. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich hoffe ja, dass es mal was Cooles ist. Hier gehen wir falsch. Oh, die sind schon wieder neu gespawnt. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah jo, da gibt's keinen Wegpunkt oder keinen Reisepunkt mehr für. Okay, die haben uns nicht gesehen. Ich dachte, dass es einen Reisepunkt gibt, dass man ein Obsidian-Stück in der Tasche hat. Aber anscheinend nicht. Ein bisschen was fürs Lore. I have moved my base of operations to a tower that overlooks the central plain. Siptas contemplation. Okay. Such a grand sounding name for a place where I do busy work. Every night I dream of the dark room at the top of the tower. Every day. Bla 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 bla. Das war jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich das erhofft habe. Das
suspect that the vaults exist along these ley lines. But to confirm my suspicion, I will need to do a full survey of the area. Komm wieder, du brauchst nicht nach da oben. War hier jetzt noch irgendwie was Interessantes? Nicht wirklich. Gut, dann machen wir jetzt noch einen Stopp auf unserem kleinen Rachefeldzug. Aber wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder rauskämpfen. Das heißt, ich guck gerade mal auf die Map. Wir müssen sowieso nach hier oben. So, dann können wir hier nämlich raus. Jenna, hey, habt ihr gehört, ja? Ich habe auch irgendwie erhöhten Mut bekommen. Weiß nicht, ob ich was getrunken habe. Oder ob ich das durch irgendeinen Erfolg freigeschaltet habe. Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Vielleicht gucke ich nochmal durch die Aufnahme durch. Nachher, aber ich könnte jetzt nicht erklären, wo es herkommt. Bist du da? Du bist da. Ohne dich bin ich verloren. Oha. Ja, diese Gegend kennen, ne? Hier haben wir Nashörner gesehen und Pferde gesucht. Vielleicht finden wir ja heute ein Pferd. Nashorn hatten wir ja nur schon. Und hier ist dieses Camp, was uns unseren allerersten Thrall damals zerrissen hat. Das stößt mir immer noch sehr sauer auf. Schauen wir mal, was wir jetzt mit unserer starken Begleiterin reißen können. Das ist auf jeden Fall ein Zuchtmeister, das heißt, hier gibt es bestimmt auch irgendwo einen Käfig.
Da haben wir doch schon den Schlüssel gekriegt. In den Käfig gucken wir gleich rein. Aber erstmal... kümmern wir uns um den Bogenschützen hier oben. Und Totenbeschichtung. Hey, die nehmen wir noch mit. Hier ist nichts weiter drin. Beweg dich. Da gibt's auf jeden Fall einen Träger. Ich hab... diese Doppelbelegung, die ist echt nervig. Ich hab keine Berechtigung, den Käfig zu öffnen. Aber ich hab doch den Schlüssel, oder nicht? Hm. Sehr eigenartig. Gut, gehen wir halt weiter. Totenbeschichtung, her damit. Hatte der Bogenschütze denn noch was Saftiges dabei? Auch eine Untotenbeschichtung. Huch. Ich habe sie natürlich angewendet. Ach, da ist eine Kiste. Vielleicht ist hier ja mal eine Waffe drin. Nein, aber Silber. Ey, das ist super. Aber wir gehen trotzdem hier von unten rein. Hier ist noch eine Schriftrolle. Was kommt uns da entgegen? Ein Zimmermann. Ja, da steckt aber ganz gut was weg. Ist hier sonst noch was? Allows me to dig deeply into the properties of the material. Contained herein are instructions for the making of such a bench. Now, I must visit all of the shrines and learn what they can teach me. Okay, anscheinend reicht's wirklich, wenn wir uns die einfach nur angucken. Mal Silber. Ist hier noch eine Treppe? Jetzt müssen wir doch hochklettern. Hier ist die Treppe. Aha, jetzt können wir... eine der wichtigsten Sachen in dem DLC machen. Mit dem Eldarium. Oder Alterium. Das schauen wir uns dann gleich an, wenn wir zu Hause angekommen sind. Achso, hier waren wir schon. Geht's wieder runter, dann gehen wir hier nochmal raus. Bist du ein Bogenschütze? Geh mal Party machen.
Ja, mit so einer vernünftigen Kämpferin sind die gar nicht mehr so spektakulär, wie sie mit der anderen Tosi waren. Als erstes ganz wichtig, erstmal alles reparieren. Okay, wir brauchen Holz und Leder anscheinend. So, jetzt aber. Was haben wir denn jetzt alles freigeschaltet? Ich muss mich da ein bisschen durchsuchen, aber das sind schon mal die älteren Konstruktionen. Da gibt es die Fokusaltare. Weiß nicht, ob wir uns hier unseren eigenen Layschrein zusammenbauen können oder weiß ich damit, das kenne ich noch nicht. Weiß diese Convergence-Falle, damit kann man Ressourcen sammeln im Maelstrom. Die Konvergenz beschwören, Konvergenz aufheben, okay. Vielleicht ist die Konvergenz auch dieser Turm. Ah, stygische Palisaden, das sind Abwehrpalisaden. Alles klar. Ich hätte gedacht, das wären eventuell Deko-Modelle. Ich habe nicht viel zu bieten. Wir haben heute ordentlich vielen Leuten auf die Schnauze gehauen und wir haben uns mal so neue Camps angeguckt. Ich denke mal, ein bisschen Unterhaltung war dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin RedBoy3K. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!